Hallihallo, ihr lieben Freigeister, die sich vom Theater auf der Weltbühne nicht blenden lassen, sondern hinter den Vorhang und die Masken schauen. In den letzten 4 Monaten habe ich hier ja sehr viele Fake-Identitäten der dänischen Adligen aufgedeckt. Zuletzt zum Beispiel Brad Pitt als Prinz Frederik von Dänemark. Und auch wenn ich dadurch Gefahr laufe, langsam etwas zu einseitig zu werden, muss ich jetzt die nächste Fake-Identität des dänischen Adels aufdecken. Ich verspreche euch, mit dem nächsten Video wird schwunghaft ganz viel Abwechslung wieder reinkommen. Dabei wird es sich auch nicht um ein bloßes Aufdeckungsvideo handeln. Aber in diesem jetzt laufenden Video müssen wir uns doch nochmal schon wieder mit Prinzessin Marie von Dänemark, der Gattin von Prinz Joachim von Dänemark, beschäftigen. Denn wenn man schon bewiesen hat, dass Brad Pitt von Prinz Frederik von Dänemark gespielt wird, dann muss man auch nochmal genauer auf Angelina Jolie schauen, Brads berühmteste Ex-Partnerin. Könnte ja sein, dass hinter deren Fassade sich auch zufälligerweise jemand aus dem dänischen Adelshaus versteckt. Und ja, in der Tat, ich habe den Namen Prinzessin Marie ja schon vorweggenommen und von der wird Angelina Jolie in der Tat eindeutig gespielt. Ich lasse jetzt einfach mal all meine Matches dazu durchlaufen, während ich euch zu diesem Fall noch ein bisschen was erzähle. Ich habe in dem Fall da jetzt auch lange falsch gelegen. Erst dachte ich, hinter Angie steckt Königin Letizia von Spanien. Dann vermutete ich Königin Maxima von Holland hinter Angie. Aber nein, es ist in der Tat Prinzessin Marie von Dänemark, die Gattin von Prinz Joachim von Dänemark. Da sieht man mal wieder, wie Familienrelationen alles beweisen. Denn Prinzessin Marie ist die Schwägerin von Prinz Frederik, weil sie mit Frederiks Bruder Joachim verheiratet ist. Also auch das berühmte Pärchen aus Brad Pitt und Angelina Jolie wurde nicht zufällig zusammengesetzt. Und ich bin ja so froh, dass ich mich mit dieser Prinzessin Marie in letzter Zeit dermaßen intensiv beschäftigte und sie hier auf YouTube auch als Jennifer Lopez, Sandra Bullock und Winona Ryder aufdeckte. Denn das gibt mir jetzt die Möglichkeit, zusätzlich Crossmatches zwischen Angelina Jolie und diesen 3 weiteren Marie-Charakteren zu zeigen. Stichwort zusätzliche Beweise. Also kram ich euch nochmal einige Erinnerungen aus meinem ersten Teil zu Jennifer Lopez hervor, den ich am 10.02.2024 hier auf meinen YouTube-Kanal hochgeladen hatte. Ich verlinke diesen ersten Teil jetzt auch oben rechts. Dort enttarnte ich jedenfalls Prinzessin Marie nicht nur als Jennifer Lopez, sondern auch als Sandra Bullock. Und auf der Basis starte ich jetzt mit meinen zusätzlichen Beweisen durch Crossmatches, denn Angelina Jolie lässt sich in der Tat mit Jennifer Lopez matchen. Und Angelina lässt sich auch mit Sandra Bullock matchen. Seit kurzem verwende ich ja auch ein neues Intro, welches zeigt, dass Prinzessin Marie unter anderem auch Winona Ryder spielt. Das Intro findet ihr auch am Anfang dieses Videos, das ihr euch jetzt gerade anschaut. Aber ich zeige euch jetzt zum Fall Prinzessin Marie gleich Winona Ryder einfach mal schnell 2 Matches. Musik.
Und warum habe ich euch das jetzt gezeigt? Natürlich, weil ein weiterer Beweis für das hier abzuhandelnde Hauptmatch darin besteht, dass sich Angelina Jolie mit Winona Ryder matchen lässt. Als zusätzlicher Beweis sei nochmal daran erinnert, dass sich auch Winona Ryder absolut perfekt mit Sandra Bullock matchen lässt. Das Match kann man ja auch in meinem bereits angesprochenen neuen Intro sehen. Und nochmal zu Winona Ryder gleich Angelina Jolie. Mir ist absolut klar, dass Winona Ryder und Angelina Jolie im Jahre 1999 den Film Durchgeknallt gemeinsam headlinten und dabei dauernd sehr nah beieinander standen, sich umarmten und. Aber das widerlegt für mich keineswegs, dass beide von ein und derselben Prinzessin Marie von Dänemark gespielt werden. Es ist nämlich ein typisches Ablenkungsmanöver der Adligen, zwei Fake-Identitäten, die vom selben Adligen gespielt werden, gemeinsam auftreten zu lassen, um halt eventuelle Aufklärer, die dieselbe Arbeit machen wie ich, leichter angreifbar zu machen. Also, so dass sich jeder nur ganz wenig Zeit nehmen muss, um zum Beispiel meine Arbeit mit einem einfachen Scheinargument zu widerlegen, nach dem Motto, hey Somni, bei deiner These, dass Angelina Jolie und Winona Ryder identisch sind, kannst du nur falsch liegen, denn die traten ja gemeinsam im Film Durchgeknallt auf. Also, ja, es ist natürlich verständlich, dass die absolute Mehrheit das für ein logisches Gegenargument hält. Aber das liegt natürlich daran, dass die absolute Mehrheit bei der Prüfung meiner Aufdeckungen die Adligen auf bloße Menschen reduzieren würde, anstatt von dem auszugehen, worauf ich immer wieder so stark aufmerksam mache. Die Adligen sind dämonisch besessen und zwar so stark, dass die übernatürlichen Kräfte der Dämonen sich massivst auf die Adligen übertragen. Und so verrückt sich das jetzt für einige anhören mag. Wenn Dämonen außerhalb von Raum und Zeit existieren, dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass sich die besessenen Adligen durch das Hinwegsetzen über Raum und Zeit aufspalten können. Für mich hat sich aus meiner 5-jährigen Arbeit beim Aufdecken von blaublütigen Fake-Identitäten ergeben, Gesichtsbiometrien und Familienrelationen sind beim Beweisen oder Widerlegen von Matches 1000-mal entscheidender als die Frage, ob die zu matchenden Personen mal gemeinsam im selben Raum oder im selben Film gesehen wurden. Mir sind auf jeden Fall ungefähr 4 bis 5 Fälle bekannt, in denen 2 Fake-Identitäten, die beide vom selben Adligen gespielt werden, gemeinsam auftreten. Mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel der Film The Comeback Trail aus dem Jahre 2020, denn man findet in den Online-News zu diesem Film sehr oft dieses Foto hier, auf dem die Adligen uns verhöhnend unter die Augen reiben, dass die Schauspieler Robert De Niro und Tommy Lee Jones, die gemeinsam in diesem Film The Comeback Trail auftreten, in Wahrheit ein und dieselbe Person sind. Mit einem etwas geübteren Blick sieht man, dass hier Robert De Niro ganz links abgebildet und Tommy Lee Jones in der Mitte abgebildet miteinander identisch sind und die Gesichter der beiden wurden vom Adel auf diesem Foto auch absichtlich so zusammengestellt, dass dieselbe Biometrie hervorsticht. Ich bin der Meinung, dass das eine Art Machtdemonstration ist, in der sich der Adel über die Unwissenheit des Pöbels lustig machen will. Ja, ich werde irgendwann mal ein extra Video machen, in dem ich all diese Fälle, die mir da bekannt sind, genauer vorstelle. Aber davor möchte ich erst nochmal in vorherigen Videos die Verbindung zwischen den paranormalen Fähigkeiten der Dämonen und den Schauspielkünsten der Adligen genauer darstellen, weil da wird es jetzt natürlich bei dieser krassen Sache mit dem Aufspalten auch drauf ankommen.
Auf jeden Fall habe ich auch das Match zwischen Angelina Jolie und Winona Ryder auf Facebook über Monate hinweg durch mehrere Familienrelationen bewiesen, die ich jetzt gar nicht hier alle aufführen kann, weil das Video zu lang machen würde. Stattdessen komme ich jetzt nochmal zu den Beweisen, bei denen es um die Frage geht, lassen sich einige der männlichen Stars, mit denen Angelina Jolie in einem gewissen Sinne Liebeleien hatte, als Prinz Joachim von Dänemark aufdecken. Das wird ja einiges beweisen, denn Prinz Joachim von Dänemark ist ja der Ehemann von Prinzessin Marie. Also habe ich mir gedacht, schauen wir uns dazu erstmal an, mit wem Angelina Jolie ihre berühmtesten Hollywood-Sex-Szenen hatte. Da gab es 2001 den Erotik-Thriller Original Sin, in dem Angelina Jolie und Antonio Banderas ganz wilde Kuss- und sogar Sex-Szenen miteinander hatten. Und dieser Antonio Banderas, ja, der wird in der Tat von Maries Gatten Prinz Joachim von Dänemark gespielt. Die Fake-Identitäten von Joachim erkennt man ja immer so schön an seinem langen Kinn und seiner langen Nase. Hier passt auch der Ohrenvergleich. Und jetzt möchte ich noch einmal auf ein früheres Video aus meiner Jennifer Lopez-Reihe zurückkommen. Diesmal aber nicht auf den ersten Teil, in dem ich Prinzessin Marie als Jennifer Lopez und Sandra Bullock aufdeckte, sondern auf den zweiten, in dem ich einige der Ex-Lover von Jennifer Lopez als Prinz Joachim aufdeckte. Ich verlinke euch jetzt diesen zweiten Teil auch oben rechts. Diesen zweiten Teil, in dem ich unter anderem Jennifer Lopez Ex-Lover Ben Affleck als Prinz Joachim aufdeckte, zeige ich euch gerne nochmal im Schnelldurchlauf. Zack, 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 zack. Und jetzt kommt das absolut Entscheidende. Antonio Banderas lässt sich in der Tat super mit Ben Affleck matchen. Das Beweiskriterium der Familienrelation bestätigt also mal wieder alles. Diese Sexszenen zwischen Angelina Jolie und Antonio Banderas im Erotik-Thriller Original Sin waren also in Wahrheit gestellt zwischen Prinzessin Marie von Dänemark und ihrem Gatten Joachim. Und jetzt gehen wir zum Schluss noch ganz kurz auf die Datingliste von Angelina Jolie ein. Wie immer habe ich dafür die Seite whosdatedwho.com konsultiert. Kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man sich einen schnellen Überblick darüber verschaffen möchte, mit wem welcher Promi so zusammen war im Laufe seines Lebens. Und das sind ja wirklich Infos, die für meine Aufdeckungsarbeit unabdinglich sind. Ja, jetzt schaut mal, wen wir da auf Angies Datingliste so finden. Da stehen die Namen Billy Bob Thornton und Antonio Banderas direkt nebeneinander. Ja, Antonio Banderas ist nicht nur auf der Filmpartnerliste von Angie, sondern auch auf ihrer Datingliste. Wenn man in einem Film Sexszenen miteinander gedreht hat, kann man ja auch gleich im Real Life mal eine kurze Affäre miteinander anfangen. Aber kommen wir jetzt mal zu diesem Billy Bob Thornton, der da links neben dem Antonio Banderas gelistet ist. Mir ist aufgefallen, dass der sich absolut perfekt mit Mark Anthony matchen lässt. Und jetzt die entscheidende Preisfrage. Warum ziehe ich hier jetzt ausgerechnet den Mark Anthony mit hinein? Na, weil ich auch den Mark Anthony schon mal aufgedeckt habe. Und zwar, ihr werdet es nicht glauben, in meinem zweiten Teil zu Jennifer Lopez. Ja, also diese beiden Jennifer Lopez-Teile haben sich im Nachhinein echt übelst gelohnt. In diesem Video sieht man richtig, wie stark ich jetzt darauf aufbauen kann. Ich habe im besagten zweiten Teil, in dem ich die Ex-Lover von Jennifer Lopez als Prinz Joachim von Dänemark aufdeckte, auch diesen Mark Anthony als Prinz Joachim aufgedeckt. Denn Mark Anthony ist einer der Ex-Lover von Jennifer Lopez.
So Leute, jetzt würde ich sagen, damit ist der Beweis aber wirklich endgültig abgeschlossen. Euch wollte ich hier in den letzten 5 Minuten wirklich mal klar und deutlich zeigen, wie man bei 2 weiblichen Fake-Identitäten, die von ein und derselben Adligen gespielt werden, also bei Jennifer Lopez und Angelina Jolie, jeweils ein und denselben Ehepartner, Affärenpartner, Filmpartner oder was auch immer findet, und das sogar in jeweils nur ganz leicht abgeänderten Verkleidungen. Also diese Ähnlichkeit zwischen Antonio Banderas, der mit Angelina Jolie verbandelt ist, und Ben Affleck, der mit Jennifer Lopez verbandelt ist. Und diese Ähnlichkeit zwischen Marc Anthony, der mit Jennifer Lopez verbandelt ist, und Billy Bob Thornton, der mit Angelina Jolie verbandelt ist. Also das ist doch dermaßen überdeutlich, dass man damit eigentlich jeden noch so Unaufgewachten aus dem persönlichen Tiefschlaf rausreißen müsste und dann auch noch alle beteiligten Charaktere von ein und demselben dänischen Adelspärchen gespielt. Aber es will sich leider nicht jeder mit diesen faktischen Beweisen so lange auseinandersetzen, wie es notwendig ist, damit der Schleier einem wirklich von den Augen gerissen wird. Aber ihr kennt mich, ich gebe einfach nicht auf und drösel es Stück für Stück möglichst komprimiert immer wieder auf, damit diese unanzweifelbaren Beweise einfach an immer mehr Menschen weiterverbreitet werden können. Ich könnte auch noch haufenweise weitere beweisende Familienrelationen hier mit einflechten, wenn ich auch noch die Datingliste oder die Filmkusspartner von Sandra Bullock und Winona Ryder mit einbeziehen würde oder meinetwegen auch von Julia Roberts und Cindy Crawford. Da wird auch wirklich alles komplett austauschbar werden. Aber ich denke, jetzt reicht es erstmal für heute und deswegen verabschiede ich mich dann jetzt auch mal. Tschüss, euer Somnidelius Solertius. Ich freue mich über alle Likes und alle Abos.